Christian Kraus, ich bin Fotograf in Berlin, betreibe mit einem Freund von mir zusammen ein Fotostudio und hatte letztes Jahr die Chance, für 6 Wochen in der Arktis eine traditionelle Inuit-Waljagd zu fotografieren und zu dokumentieren. Ich arbeite seit 5 Jahren für Berlinale Native, das ist eine Untersektion von Generation, die eben indigene Filmemacher und indigene Filme präsentieren auf der Berlinale. Und dadurch habe ich den Regisseur Zacharias Kunuk kennengelernt, der eine Doku gedreht hat. Und nach einiger Zeit hat sich herausgestellt, dass es möglich ist, ihn besuchen zu kommen und diese Doku fotografisch zu begleiten. Und er hat diese Dokumentation geht über, hieß, oder Arbeitstitel ist Hunting with My Ancestors. Die ist noch nicht fertig, aber es geht eben um die Jagdtechniken der Inuit, auch dass die für zukünftige Generationen bewahrt werden. Die sind sich sehr bewusst darüber, dass sie sehr weit weg von der westlichen Zivilisation, sagen wir mal so, sind. Man kann nur Sachen einfliegen, 2-mal im Jahr kommt ein Versorgungsschiff. Das ist einerseits ein Segen, andererseits auch manchmal für sie, glaube ich, sehr schwierig. Weil jetzt sagen wir zum Beispiel, gesundheitliche Versorgung ist nicht gut. Es gibt Internetverbindungen, klar, aber auch nicht so gut. Es ist alles sauteuer, das kann man einfach nicht anders sagen. Es ist unfassbar teuer. Also irgendwie eine Dose Cola kostet $4.50. Also es ist, und es gehört, die Region gehört zu den einkommensschwächsten Regionen in ganz, oder ist die einkommensschwächste Region in Kanada mit den höchsten Lebenshaltungskosten. Also es ist alles relativ beschwerlich und man merkt durchaus, dass eben inwieweit die Natur einfach den Ton angibt. Also es ist, wenn da ein Sturm aufkommt, dann fliegt kein Flugzeug mehr und dann bist du da gefangen, in Anführungszeichen. Viel warten, wir haben viel gewartet und dann haben wir, ging das sehr, sehr schnell. Im Endeffekt sind es selber eigene Boote von den Leuten, die der Sprit wurde zwar teilweise erstattet, aber im Endeffekt ist es auch eine sehr kostspielige Angelegenheit, dadurch auch nicht unbedingt immer umsetzbar. Es werden 5 Lizenzen pro Jahr ausgeteilt, an, das auch erst seit 2 Jahren, an die verschiedenen Regionen dort. Und eben Iglulik, der Ort, an dem ich war, hat eine Lizenz bekommen. Daraufhin haben die eben die Vorbereitung getroffen, eben die Boote, wer stellt Boote, wer sind überhaupt die Jäger. Das wurde in einem Komitee ausgewählt, wer darf mitkommen. Es waren auch 2 Frauen dabei. Und dann war es viel mit einfach aufs Wasser fahren und dann gucken, ob man eine Fontäne sieht. Ob man eben den Luftausstoß, wenn ein Wal an die Oberfläche kommt, ob man das sieht. Und das war erstmal mit viel Warten verbunden. Und als wir dann einen gesehen haben, ging es unglaublich schnell. Das hatte ich niemals gedacht auch. Also die waren sehr, sehr, sehr gut organisiert in dem Fall dann. So haben es sehr, sehr professionell, also ich meine, ich weiß nicht, ich habe noch nie vorher sowas gesehen, aber sie waren wirklich, das hat 20 Minuten gedauert, von Sichtung des Wals bis zur Tötung. Und dann 8 Stunden diesen Wal zurückzuschleppen, dann wurde in der Bucht angelandet und dort war dann schon der ganze Ort versammelt und dann wird er da zerteilt und jeder von dem Ort kriegt ein Stück oder kriegt mehrere Stücke Fleisch und Magda, das ist die Haut und das Fett dazu, das ist eine Delikatesse. Und dann wurde das einfach sehr gemeinschaftlich verteilt und alle waren sehr, sehr stolz auf ihre Jäger. Also die Inuit sehen sich auch im großen Teil noch als Jäger, was eben auch so das kulturelle ein bisschen, oder das heißt Probleme, aber das Spiegel ist halt wie gedacht. Sie sind natürlich schon noch in ihrer Tradition, wurden aber sehr hart von der kanadischen Regierung, wie viele andere indigenen Völker auch, versucht zu assimilieren. Indem sie zum Beispiel aus ihren Familien rausgenommen wurden, in Boarding Schools, also Internate gesteckt wurden, die Sprache wurde verboten, der Kontakt zu den Eltern eben dadurch, wenn du deine Eltern einen Monat im Jahr siehst, das ist eine sehr schwierige Angelegenheit, da noch normale Beziehungen aufzubauen. Und das wurde eben sehr massiv betrieben. Es wurden die Schlittenhunde umgebracht, es wurde die Sesshaftigkeit erzwungen, die waren eigentlich, hatten die 4 bis 5 Camps übers Jahr verteilt, also für den Sommer, für den Winter, für den Frühling und um irgendwie auch praktisch mit den Jagdgründen mitzugehen, wo halt die Tiere sind, dort waren die dann auch. Und das wurde halt alles unterbunden und das hat natürlich einen großen Einfluss auf die Inuit gehabt und auch, ja, das merkt man auch heute noch, also Selbstmordraten, 7-fache des nationalen Durchschnitts, Lebenserwartung etc. etc. Ja. Also Lieblingsfotos sehr, sehr schwer. Es gibt natürlich, habe ich ein paar Favoriten, aber das, also bei den Analogen hängt es auch ein bisschen damit zusammen, weil die ja alle handgemacht sind. Ein paar von denen sind mir einfach sehr gut gelungen oder finde ich, sind mir gut gelungen. Und von den digitalen
Also ich mag das Große sehr gerne, einfach deswegen ist es auch so groß, das mit dem Kajak. Aber die meisten Bilder, also die Bilder, die hier hängen, mag ich größtenteils gleich. Es ist schwierig, dann eins rauszupicken sozusagen, ja. Aber ja, wenn ich müsste, würde ich glaube ich das wählen. Und zwei von den analogen vielleicht. Nee, ich kann mich nicht genau entscheiden, ich weiß es nicht so genau.